Hey Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Schön, habt ihr wieder eingeschaltet. Ihr seht, ich stehe nicht zu Hause in meiner Küche, sondern beim Sven. Schön, dass du da bist, mein Lieber. Schön, darf ich da sein und du zeigst mir heute dein Lieblingspizza-Rezept. Ganz genau, wir werden heute gemeinsam Pizza machen. Wir zeigen euch die Teigherstellung von A bis Z, wie wir die Pizza später dann noch richtig schön im Pizzaofen backen. Und ich hätte gesagt, dass wir nicht lange schnacken, wir legen direkt los, oder? Absolut. Für alle, die Sven nicht kennen, das kann ich mir zwar nicht vorstellen, seinen Instagram-Kanal verlinken wir gerne. Er ist der Meister der Pizza, würde ich mal sagen, auf Social Media. Geniale Sachen, die du machst und ja, bin gespannt auf dein Lieblingsrezept. Bin gespannt, was du sagst tatsächlich. Sehr gut. Also legen wir los. Jawohl. Also Marcel, ich habe hier ein paar Zutaten vorbereitet. Zum einen Weizenmehl Typ 00, denn du weißt ja, Weizenmehle Typ 00 haben einen besonders hohen Proteingehalt. Mhm. Das ist wichtig, damit wir später einen sehr elastischen Pizzateig herstellen können. Dann benötigen wir für so einen Pizzateig noch etwas feines Meersalz, kaltes Wasser und frische Hefe. Genau. Aber auch nur 3 Gramm bzw. 2,5 Gramm, sorry, denn wir machen ein 48-Stunden-Pizzateig-Rezept. Je länger der Teig reifen darf, desto luftiger, aromatischer und verdaubarer und ja, alles besser. Genau. Eigentlich ganz einfach das Rezept. Hier geben wir das Mehl in die Maschine. Dann darf auch direkt schon 2,5 Gramm frische Hefe dazu oder alternativ ein Drittel der trockenen Hefemenge. Ne? Und du hast da 1 Kilogramm Mehl? Richtig, das sind 1 Kilogramm Mehl. Das Rezept reicht später für 6 280 Gramm Teiglinge bzw. für 6 30 bis 33 cm große Pizzen. Ja. Genau. Und dann können wir eigentlich schon direkt das Wasser hinzugeben. Das sind 680 Gramm. Also haben wir eine Hydration von 68%. Davon gebe ich direkt 50% der gesamten Wassermenge in die Maschine. Okay. Ganz wichtig, ich habe damals immer nur Schluck für Schluck angefangen, das Wasser hinzuzugeben, aber dann bilden sich Klümpchen. Deswegen wenn er direkt, dann zu fest ist, ja. Genau, deswegen 50%. Knethaken drauf. Darum bin ich auch nicht so der Biga-Freund. Ich finde, bis das dann unter dem Teig ist, das dauert so lange. Wenn er vor allem Biga, vor allem die ganz krümelige Geschichte, ja. Manchmal mache ich den einfach mit einer höheren Hydration, ja. Weil das Einkneten ist dann schon, bis mühselig. Die Klumpen da raus sind, ja. Aber natürlich geschmacklich und vom Endergebnis muss man nicht diskutieren, ist super. Verarbeitung. Ja, also wenn ich so einen Biga mache, dann schneide ich den gerne auch noch in solche kleinen Würfel. Ja. Dann tut sich die Maschine einfach leichter. Ich habe auch mal versucht, Biga von Hand zu kneten. Ah, ja. Aber Freunde, ich sage es euch, das ist eine absolute Quälerei. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Und Pizza lebt ja eigentlich von wenigen Zutaten, die müssen einfach hochwertig genau. sein. Genau, also ich sage es immer wieder, Pizza ist ja eigentlich keine Zauberei. Du brauchst nur wenige, aber sehr hochwertige Zutaten. Und du wirst es später sehen. Wir machen eine Margherita und dann vielleicht noch eine Salami-Pizza. Aber einfach nur geile Tomaten, hochwertiger Fior di Latte, Mozzarella, ein paar Zutaten, machen dieses Gericht einfach zu einem, zu was ganz Besonderem tatsächlich. Ne? Sehr gut, sind wir gespannt. Jawohl, also 50% der gesamten Wassermenge haben wir drin, dann beginnen wir zu kneten, ja, fast auf der kleinsten Stufe für 2 bis 3 Minuten, bis das Mehl das Wasser gebunden hat und dann können wir Schluck für Schluck das restliche kalte Wasser einarbeiten. Die Maschine habe ich nicht mitgebracht, sondern... Der Sven hat auch eine. Ich habe auch eine, ganz genau. Also preis-leistungsmäßig ist das echt eine super Maschine. Kann man nichts sagen, gell? Sehr gut. So, dann geben wir direkt Schluck für Schluck das restliche Wasser hinzu. Und das Wasser beigeben machst du jetzt einfach, dass der Teig schneller zusammengeknetet ist. Ganz genau. Also ich möchte sozusagen Schluck für Schluck das Wasser hinzugeben, damit einfach das Mehl das Wasser schneller binden kann. Mhm. Und dann erhöhe ich auch relativ schnell die Geschwindigkeit der Maschine, denn ich möchte richtig viel Spannung in den Teig reinbekommen, denn du musst nachher richtig schön stabil sein. Wir machen dann auch den Fenstertest, das hast du deinen Leuten bestimmt auch schon oft erklärt. Ja, dann haben sie schon ein paar Mal gesehen. Ja, also aber da haben wir tatsächlich auch viele Schnittpunkte. Ne? Absolut. Genau. Das machen wir jetzt mal kurz und immer wenn ich sehe, dass der Teig nicht mehr so feucht ist, dann gebe ich immer noch weiteres Wasser hinzu. Aber höher mit der Hydration gehst du bei dieser Rezeptur nicht? Doch, kann man auch machen. Grundsätzlich, das kannst du später, können wir das auch ins Rezept schreiben. Ihr wisst es bestimmt, je höher der Wasseranteil im Teig, desto schwieriger ist die Verarbeitung. Deshalb als Anfänger empfehle ich so eine Hydration von 63-65%. Ne, also auf 1 Kilogramm Mehl dann in diesem Fall 630 Gramm Wasser. Ne? Ja, okay. Aber ich finde, 68% ist die ideale Hydration, wenn es um Geschwindigkeit, wenn es um Präzision geht. Ne? Also alles darüber hinaus ist schon etwas schwieriger, ne? Da musst du schon geübter sein. Also vom Formen, vom Ausdünnen dann. Genau, richtig. Aber je mehr Hydration, desto
dehnbarer wird, oder nicht unbedingt? Dehnbarer nicht unbedingt. Er wird halt schwieriger zu verarbeiten. Mhm. Ne? Wir werden es später sehen. Genau. Die Pizza auf den Schieber ziehen, ausbreiten. Ja. Das ist nicht einfach. Ne? Da muss man schon ein bisschen geübter sein. Okay. Aber grundsätzlich, je mehr Wasser im Teig ist, desto eher ist die Chance, dass er auseinanderläuft. Ne? Okay. Genau. Also gar kein großer Vorteil jetzt bei der Pizza, die Hydration groß zu steigern. Da muss ich da vielleicht auch ein bisschen zurückfahren. Kann man auch machen. Er wird tendenziell luftiger. Ja. Aber ein Laie, der jetzt die Pizza probiert, der wird sowieso begeistert sein. Ja, okay. Weil so bekocht zu werden mit so einer Pizza, das ist schon was Besonderes. Okay, cool. Gut, jetzt können wir noch einen weiteren Schluck Wasser hinzugeben. Zack, dann machen wir gleich alles rein. Stellen wir zur Seite. Und dann können wir auch schon die Geschwindigkeit der Maschine auf ca. 70% erhöhen. Mhm. Und dann kommt auch noch das Salz hinzu. Sehr gut. Gibst du immer verzögert bei Salz? Ja, ja. Okay. Ja, ja. Mache ich immer so. Das weißt du ja selbst. Genau. Und Wasser ist wichtig, sehr kaltes Wasser bei Pizzateig zu verwenden. Weil richtig, weil ich möchte ja eine lange Knetdauer, ne? Also 12 bis 15 Minuten. Gerade so an heißen Tagen wie heute empfiehlt es sich einfach, ich stoppe die Maschine grundsätzlich immer bei 24, 24,5 Grad. Okay, aber du gehst nicht auf die Knetzeit, sondern wirklich nach Temperatur und dann... Genau, ich habe sogar, glaube ich, hier irgendwo einen Infrarotthermometer. Okay. Ja? Und damit messe ich dann später immer die Teigtemperatur. Ah, cool. Nach ca. 9 Minuten Knetdauer dürfen wir das feine Meersalz ergänzen. Das sind genau 30 Gramm. Wieso 30 Gramm? Das sind jetzt 3% auf die Mehlmenge. Du weißt ja selbst, oder viele wissen es, dass Salz ja nicht nur zum Geschmack beiträgt, sondern Salz drosselt auch die Hefeaktivitäten. Mhm. Für dieses Rezept benötigen wir 3 Gramm Salz, ne? Einfach um eine kontinuierliche Teigführung zu gewährleisten. Okay. Ne? Genau. Und von der Pizza her, vom Geschmack, merkt man nichts? Grundsätzlich nicht. Ne? Man merkt nicht, dass sie besonders salzig ist, die Pizza, aber es wird einfach intensiviert. Ne? Das unterstreicht nochmal dieses Brotartige, diesen teigigen Geschmack. Ne? Sehr gut. Was machen wir eigentlich für einen Pizzastil? Das ist tatsächlich eine neapolitanische Pizza. Okay. Mittlerweile ist sie schon verbreiteter als vor 2 Jahren. Also das ist nicht diese knusprig dünne Pizza, die wahrscheinlich viele aus Rom kennen, sondern das ist diese besondere Pizza mit diesem luftigen, knusprigen... Schlauchboot. Pizza Canotto. Ja. Und das Geile ist einfach die Herstellung, die Verarbeitung. Ich esse gerne auch die knusprige Pizza, aber die Teigherstellung, so dieser Flair, diese wenigen, aber hochwertigen Zutaten, das ist Leidenschaft. Das macht mich glücklich. Ja. Deswegen... bin ich so hinter dem Pizzabacken her, weil es halt einfach Spaß macht. Ne? Ja. Merkt man auch, wie da die Leidenschaft durchdrückt. Absolut, absolut. Wenn ich kann. Aber wir werden später sehen, die Pizza darf sich auch gerne verneigen. Ne? Also die muss man falten und dann reinschieben. Man darf da gerne schlotzen. Das ist, das ist schon eine feine Sache tatsächlich. Sehr gut, das kann ich gut. Ja, super. Also jetzt erhöhen wir die Geschwindigkeit auf 100%. Ja. Jetzt lassen wir den Teig noch ca. 60 bis 90 Sekunden auf höchster Stufe auskneten. Und danach dürfen wir ihn dehnen und falten. Sehr gut. So, lieber Marcel, nach exakt 12 Minuten ist unser Teig richtig schön ausgeknetet. Du siehst das schon hier. Ich habe ihn schon gehört, der hat geschmatzt. Der hat geschmatzt und er kommt in einem Stück perfekt raus. Wunderbar, oder? Sehr gut. Jetzt darfst du ihn gerne dehnen und falten, ne? Du weißt ja, wie das geht. Ja, also ich würde ihn jetzt einfach zu einer Kugel formen. Jeder hat da wieder seine Technik, aber... Er muss schön glatt sein, oder? Da siehst du schon, dass der Mann das drauf hat, heiliges Blechle. Ja, das mache ich nicht das erste Mal. Ja. Und der Teig fühlt sich gut an, oder? Ja, fühlt sich gut an. Marcel, eine Sache haben wir vergessen. Den Slap, oder? Den Slap nicht vergessen. Den Slap, den du immer machst. Genau, das ist ganz, ganz wichtig. Nee, Spaß, das ist eine andere Geschichte, die gehört einfach dazu. Auf alle Fälle dürfen wir den Teig jetzt 15 Minuten abgedeckt entspannen lassen. Mhm. Und dann machen wir schon weiter mit der Stückgabe. Sehr gut. Let's go. So, lieber Marcel, genau 15 Minuten später dürfen wir weitermachen mit der sogenannten Stückgare. Ne? Sehr gut. Dazu habe ich eine Teigkarte, du wolltest was sagen? Stückgare ist relativ kurz, das ist bewusst. In diesem Fall lassen wir die Stockgare aus. Wir machen die Stückgare 46 Stunden. Stockgare ist relativ kurz. Sorry, jetzt habe ich es verwechselt, aber Stockgare ist relativ kurz. 15 Minuten, ne, dass sich der Teig entspannt, was Gluten sich entspannen kann. Mhm. Dadurch kann er den Teig besser weiterverarbeiten. Ne? Okay, sehr ruhig. So, und ich wiege tatsächlich 280 Gramm Stücke ab. Das ist ideal für eine 30 bis 33 Zentimeter große Pizza. Mhm. Und da kommt mir gerade ein Gedanke. Bei wie viel Likes komme ich zu dir und wir machen eine Pizza im Haushaltsofen? In Jordan in der Schweiz?
was wollen wir sagen? Müssen wir hoch ansetzen. Also die Reise ist 4 Stunden. Ja, ich mache aber gerne. Und die Schweiz ist teuer. Ja. Also du kannst dich gerne aussuchen. Was sag mal, ne? Was ist so der Durchschnitt? Mach mal. Komm, setz mal hoch an. Mach okay. Mal 10.000 Likes. Bei 10.000 Likes komme ich in die Schweiz. Wir machen weiteren Content, da habe ich schon richtig Bock drauf. Genau. Dann kommen wir mal zu ihm. Und aber mach mal im Holzofen die Pizza. Oder im Holzofen, okay? Sehr also, gut. Freunde, lasst es brennen. 10.000 Likes. Richtig. Also, hier haben wir die ersten 280 Gramm. Das machen wir dann mit allen Teiglingen. Zack. So ungewohnt, neben dran zu stehen und nichts zu machen. Ja, ist komisch, oder? Ist komisch. Aber gleich darfst du schleifen, weil ich sage. Ich sehe auch, du verwendest kein Mehl. Nee, brauchen wir tatsächlich nicht. Okay. Warte mal. Denn wir werden den Teig ja gleich auf Spannung rundwirken, beziehungsweise dehnen und falten. Und dadurch ist der Teig nicht mehr klebrig. Also wir sehen jetzt, jetzt ist es noch relativ klebrig. Mhm. Gleich aber nicht mehr. Ne? Okay. So. Ja, wenn es da 2, 3, 4 Gramm dann ja, geht, ja, gut, das ist gar kein... Kein Thema. Gar kein ja. Problem, ne? Und wenn es noch ein bisschen Rest gibt, einfach aufteilen. Oder? Richtig. Zack. Ja. Mein Augenmaß ist tatsächlich noch nicht so gut. Aber das vielleicht liegt es auch am Bier, das wir getrunken haben während ja. der Stockgare. Ja, also Freunde, wir haben heute 35 Grad. Ne? Das ist, da kann man sich, das kommt auch dazu. Da kann man sich schon mal bedienen. Ne? So, dann machen wir jetzt einfach hier aus Augenmaß. Das passt so wunderbar. Bei euch ist das Grundnahrungsmittel, oder? In Deutschland sagt man, oder ja. ist das rein in Bayern nur so? Oder? Eigentlich überall in Deutschland. Ah, okay. Wir haben schon sehr, sehr gutes Bier und das ist schon das sehr stimmt. süffig. Ne? Sehr süffiges Bier vor allem. Richtig. Ja. Also, wir haben hier jetzt den Pizzateig, ne? Ja. Und da gibt es viele Methoden, ne? Man kann hier ein paar Mal dehnen und falten, anschließend das Ganze hier auf Spannung schleifen. Mhm. Oder was ich auch sehr gerne mache, gerade als Anfänger empfehle ich, das ist für mich persönlich oder für Anfänger, denke ich, die einfachste Methode, den Teig auf die Arbeitsplatte legen, die Ecken nach innen falten, wenden und dann auch hier mit so einer Klaue das Ganze auf Spannung rundwirken bzw. schleifen und ja, ein paar Mal später haben wir schon richtig schöne Teig. Sehr gut. Ja, so zeige ich das auch. Ja, der Mann, der kann es mit 2 Händen, oder? Zeig mal hier, der Bäckerprofi, hä? Ja. Zack. Dann würde ich vielleicht ein bisschen Mehl nehmen, aber mal schauen, ob ich das jetzt mit 2 Händen hinbekomme. Oh, ja, oh, links klebt er ein bisschen, aber ja, ja, doch. Ja, doch. Ein paar Umdrehungen später. Genau. Haben wir das. Perfekt. Wunderbar. Sehr schön. Genau. Jetzt darfst du hier nochmal. Zack. Muss man, muss man ein bisschen hören da, hä? Ich muss immer klatschen. Teig-Yoga. Genau. So, jetzt haben wir schon 6 schöne Teiglinge. Und das Wichtige am Schleifen ist natürlich, dass die Gärgase im Teig bleiben. Ne? Mhm. Oh, und die Teiglinge verlaufen dann auch nicht großartig. Es ist jetzt aber wichtig zu beachten, dass die Teiglinge in einen Behälter kommen. Ich habe eine schöne Pizzaballenbox, die kannst du gerne mal unten in der Videobeschreibung verlinken. Ja. Ne? Und wichtig ist es, die Teiglinge dann abgedeckt ruhen zu lassen, denn es kann sich eine Kruste bilden. Und das möchten wir nicht. Ne? Ja. Einfach hier mit ein bisschen Abstand in die Pizzaballenbox legen. Wenn ihr alternativ keine Pizzaballenbox zu Hause habt, dann könnt ihr einfach eine Auflaufform nehmen oder eine Tupper-Schüssel, eine Frischhaltebox, da ein bisschen Olivenöl reinmachen. Da machst du bewusst nichts rein? Nee. Okay, weil wir werden nachher zeigen. Ups, jetzt haben wir irgendwie 7 Teiglinge. Machen wir da noch ein bisschen Platz. Aber nee, das war eigentlich falsch berechnet. Ich glaube, das ist das Bier. Also ist 280 Gramm Teiglinge, 6 Stück. Okay. Aber das passt, wunderbar. Aber Marcel, ich bin natürlich fleißig. Das ist sehr authentisch hier, oder? Ja, wir zeigen alles, was so wie es drin ist, so ist es. Ich glaube, ich habe die Waage nicht auf Tara umgestellt. Kann sein. Auf jeden Fall, Marcel, ich bin fleißig gewesen und habe bereits vorgestern einen richtig schönen Teig vorbereitet. Guck mal hier. Ja. Das legen wir jetzt einfach drauf. Und so sehen die Teiglinge nach 48 Stunden aus. Und sehr schön. Diese Fermentation, du kennst ja, das. Ja. Wunderschön. Und hier sieht man noch ein paar schwarze Punkte. Das sind die Schalenteile, die so ein bisschen aufquellen. Oder? Genau, richtig. Teile. Okay. Perfekt. Schön. Auf jeden Fall, Freunde, gehen wir jetzt raus in meine Außenküche, denn dort werden wir jetzt eine leckere Pizza backen. Sehr gut. Let's go. So, herzlich willkommen in meiner Außenküche. Sehr schön hast du es da. Ja, danke schön. Ist noch immer im Umbau, aber ich gebe mir Mühe. Der Ofen ist vorgeheizt auf 420 bis 430 Grad Steintemperatur. Das ist so der Sweet Spot für neapolitanische Pizza. Ja. Die Pizza ist ca. 60 bis 90 Sekunden im Ofen.
Hat gedauert jetzt so eine halbe Stunde vorheizen, genau. Bis der Stein richtig heiß ist. Ganz genau. Also in dem Ofen brauchen wir so eine 30 Minuten, je nachdem, was für einen Pizzaofen man verwendet. Ja, man kann auch so eine gute Pizza im Haushaltsofen backen, da einen Backstahl oder einen Pizzastein richtig gut aufheizen. Aber wie gesagt, vielleicht kommen wir bald in die Schweiz und machen dort auch noch ein Video im Holzofen und im Haushaltsofen. Genau, also unbedingt, das ist das Ziel. Ja, genau. Und führst du mich noch durch die Zutaten? Wir haben jetzt hier Pizzasoße, Tomatensoße. Eine geile Tomatensoße. Und zwar sind das sonnengereifte San Marzano-Tomaten. Die wachsen am Fuße des Vesuvs. Die sind besonders süß und fruchtig im Geschmack. Mhm. Und da ist auch nicht viel drin. Etwas Olivenöl, also 400 Gramm San Marzano-Tomaten, 5 Gramm Olivenöl, 5 Gramm Salz und eine Handvoll Basilikum. Okay. Mehr benötigt man bei so einer hochwertigen Tomatensauce oder bei so hochwertigen Tomaten nicht. Ja, das ist wirklich was Feines. Und man sagt, mit den Händen verpressen wegen den Bitterstoffen. Was hast du da für eine Meinung? Habe ich tatsächlich sehr lange so gemacht. Aber irgendwann, wenn du öfter Pizza machst und du hast viele Tomaten, jedes Mal mit den Händen, lasst es kurz durch den Mixer. Na, einmal stoßartig pürieren, bis ihr eine richtig schöne Konsistenz habt. Da passiert nichts. Die Kerne gehen nicht kaputt. Also da entstehen keine Bitterstoffe. Einfach kurz hier durch den Mixer lassen. Stoßartig, dass die Farbe beibehalten wird, dass man noch kleine Stückchen dazu hat. Mehr benötigt man nicht. Ansonsten habe ich natürlich noch für so eine hochwertige Pizza hier richtig schönen Parmigiano, 48 Monate gereift. Sehr schön. Fürs Umami. Dann Fior di Latte Mozzarella. Das ist ein schnittfester Mozzarella. Relativ fest. Große Stäbe und fest, ja. Ja, weil wir möchten später, dass der Käse schön verläuft, aber man die Struktur noch erkennt. Unterschied zu normalem Mozzarella? Er wässert nicht. Er wässert nicht. Er wässert nicht auf der Pizza. Wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, beim italienischen Feinkostladen so einen Mozzarella zu kaufen, kauft euch einfach den in der Lake, schneidet den in Stücke, tupft ihn mit Küchenpapier ab und lasst ihn dann 4 bis 24 Stunden in einem Küchensieb abtropfen, Behälter drunter. Und dann ist er auch schnittfest. Gewürfelter No-Go. Geht auch. Ne? Also je nachdem, wie man es hat. Ich möchte es authentisch haben oder wir möchten es heute authentisch haben. Deswegen machen wir das so. Wir starten auf jeden Fall mit einer Margherita. Alternativ habe ich ja noch eine geile Salami, eine italienische. Und jetzt legen wir los. Okay. Genau. Also, hier ist unser Pizzateig. 46 Stunden Stückgare. Ganz wichtig, das habe ich vorhin vergessen zu sagen. Bevor der Teig in den Kühlschrank kommt, muss er noch eine Stunde bei Raumtemperatur gehen. Damit er anspringen kann. Genau. Dann kommt er 45 bis 46 Stunden in den Kühlschrank, bei mir bei 5 Grad. Mhm. Und ganz wichtig, 2 Stunden vor dem Pizzabacken die Teiglinge aus dem Kühlschrank holen und bei Raumtemperatur akklimatisieren lassen. Ja. Denn dadurch lässt sich der Teig noch mal ein bisschen besser ausbreiten. Sehr gut. Bin ich froh, sage ich auch so ähnlich. Ja, es deckt sich. Ja, gut. Das sind so das Bäckergeschwätz, sagt man. Genau, ja. So, also ich habe hier Semola. Das ist wie Hartweizengrieß, nur feiner gemahlen. Das kennst du wahrscheinlich auch. Ist Panetta. Eigentlich Hartweizenmehl. Ja, Hartweizenmehl, sagt man dazu. Ne? Genau. Und das benutze ich einfach zum Ausbreiten der Pizza oder zum Abstechen der Teiglinge. Das ist sozusagen eine Schicht zwischen Haut und Teig, damit nichts klebt. Genau. Ja. Und es rutscht noch wunderbar. Also Marcel, ich mache das immer so. Hier habe ich einen flexiblen Teigspachtel. Wenn ihr keinen Teigspachtel zu Hause habt, nehmt gerne einen Pfannenwender zum Beispiel. Okay. Kann auch funktionieren. Ja. Ne? Oder eine Teigkarte. So, dann gebe ich erstmal ein bisschen Semola hier an die Verbindungspunkte. Ja. So. Dann nehme ich meinen Teigspachtel und steche erstmal hier den Teigling ab. Die Verbindungspunkte lösen. Zack. Ja. Zack. Zack, dann nehme ich nochmal extra Semola hierher und gebe das unter den Teig und dann mit Selbstbewusstsein unter den Teigling und in das Semola-Bett rein. Ah, zuerst da im Semola wenden. Genau, jetzt wenden wir den Teigling ein, zweimal. So. Und dann geben wir das hier auf das Semola-Bett. Viel hilft viel, Freunde. Viel hilft viel. Viel hilft viel. Genau. Dann rund ausrichten, weil wir möchten ja eine schöne runde Pizza haben. Ich glaube, bei mir hatten die Teiglinge immer eine stärkere Gare als bei dir. Echt? Ja, das ist nicht unbedingt optimal. Das habe ich früher auch immer so gemacht. Aber das Problem ist, das kann hier durchaus auch passieren, wir möchten ja einen schönen, luftigen Rand haben. Mhm. Und beim Ausbreiten der Pizza kann sein, dass sich Luftblasen bilden. Die müssen wir dann kaputt machen, weil die können im Ofen verbrennen. Genau, das passiert. Ja, richtig. Okay. Aber durch die lange Stückgare wird der Teig richtig schön geschmeidig. Ja. Er lässt sich fast von alleine ausbreiten. Okay. Ne? So, probieren wir mal, wie der Teig geworden ist. Also, ich beginne immer von, ich lasse circa 1,5 bis 2 Zentimeter Platz von unten und beginne dann die Luft mit den Fingerkuppen
in den Rand zu drücken. Ne? Und jetzt siehst du schon, okay, wie das Ganze aussieht. So. Dann wende ich den Teigling einmal und wiederhole den Vorgang. Und dann kann man ganz einfach hier mit den Händen den Teig ausrichten, bearbeiten. So muss das aussehen. Okay. Und jetzt siehst du hier schon, die ganze Luft, die pressen wir in den Rand. Und das ist fast das Besonderste an der Pizza Napoletana. Ja. Ja, dieses Brotartige, ne? So, dann können wir das noch einmal wenden. Du ziehst die also gar nicht, dir hier irgendwie Techniken auseinanderziehen. Nein. Einfach nur durch das Drücken hast du eigentlich schon relativ... Relativ gute Pizza, kann man schon sagen. Ja. Aber jetzt kommen wir zum etwas kniffligeren Teil. Ne? Jetzt müssen wir die Pizza, wir greifen jetzt mit der rechten Hand oder je nachdem, ob man links oder rechts hinter ist, ja, wir greifen unter die Pizza, legen den Fladen auf unseren Teigrücken, Handrücken und schieben das Semola gleichzeitig zur Seite. Mhm. Und dann können wir unter rotieren den Teig auseinanderziehen. Und schon, okay. Und schon haben wir unseren Fladen vor uns liegen. Genau. Da gibt es unterschiedliche Techniken, ja, wie man das macht. Bei dir ist es die. Genau, das ist die einfachste, anfängerfreundlichste Technik, die man so machen kann. Es gibt auch Schiaffo, also dieses Slappen und Ziehen. Ne? Genau, immer Viertel da. Genau. Und dann im Viertel. Aber das kannst du eigentlich nur mit dem Teig machen, bis, in meinen Augen, bis 63% Hydration. Okay. Weil je weicher der Teig, desto schwieriger wird es dann auch. Ne? Auch Fehler von mir. Ja. Mache ich mit 170, 175, darum wird sie nicht so exakt wie bei dir, sehe ich jetzt ja, gerade. Also, selbst den besten Pizzabäckern in der Apel passieren noch Fehler. Ja. Es kann sein, dass wir die Pizza gleich in den Ofen schieben und wir machen ein Loch rein, aber das sehen wir dann einfach. Ne? So, dann starte ich hier mit der leckeren Tomatensauce. Da gebe ich einfach eine Kelle oben drauf, zack. Und dann werde ich das unter rotierenden Bewegungen ja, verstreichen. Die ist jetzt relativ flüssig in meinen Augen, die muss genau so sein. Ja, das ist vollkommen in Ordnung. Wenn die zu flüssig sein sollte, dann einfach Küchenpapier nehmen, kurz da drauflegen. Ja. Das Küchenpapier saugt sich voll und dann passt die Sache auch. Wichtig ist nur, ab diesem Zeitpunkt dürfen wir uns nicht zu viel Zeit lassen, denn die Tomatensoße kann durchweichen. Ja, darum bin ich jetzt ruhig und wir gehen weiter. Alles gut. Dann nehme ich 3-4 Blatt Basilikum. Den Slap nicht vergessen, damit sich die Aromen besser verteilen können. Ja. So, dann machen wir weiter fürs Umami mit etwas Parmesan. Circa 5 Gramm Parmesan hier einfach verteilen. Okay. Lovely. Zack, das reicht aus. Dann machen wir weiter. Wir starten mit einer Pizza Margherita mit leckerem Fior di Latte Mozzarella. Ja, da bin ich jetzt gespannt, wie viel Käse dass du darauf machst. Ich glaube, hier hilft nicht viel, oder? Nee, viel hilft nicht viel hier. Nee. Lieber mit weniger Zutaten arbeiten, denn wir möchten ja jede Komponente ideal rausschmecken. Ne? Ja. So, wer möchte, kann gerne noch einen Schluck Olivenöl drauf machen. Hier, nimmt da bitte ein hochwertiges Olivenöl, einfach einen Spritzer. Ja. Sorgt für Geschmack. Dann habe ich hier eine perforierte Pizzaschaufel. Und dort gebe ich jetzt nochmal etwas Semola drauf. Nicht zu viel, denn Semola kann im Ofen verbrennen. Das sorgt für Bitterstoffe. Darum hilft das Perforierte, dass das Semola runterflutscht. Damit das Semola runterflutscht. Genau. Nicht unnötig im Ofen verbrennen. Ja, ne? Okay. So, und da gibt es auch viele verschiedene Techniken. Ich mache das gerne so. Ich greife mit meiner Hand unter den Fladen, ziehe die Pizza und drücke gleichzeitig den Schieber. Okay, 3, 2, 1. Okay. Okay, und dann müssen wir die Pizza noch rund ausrichten. Dazu nehme ich mir den Teig und ziehe ihn einfach so ein bisschen in die Länge. Dann noch einmal hier, noch einmal hier, noch einmal hier. So. Na cool. Teilweise, wenn man sie belegt hat, verzieht es das auch ein bisschen. Gibst du dann noch eine Salamischeibe zusätzlich obendrauf oder jetzt hier mit dem Käse noch ein bisschen korrigieren. Und ein paar Feinkorrekturen machen, denn an solchen kahlen Stellen kann der Pizzateig hochsteigen. Genau, da hast du Blasen drin. Richtig. Und das ist auch noch gefährlich, weil der dann nicht richtig anbackt. Und haben wir da Probleme. Aber so schaut das Ganze jetzt aus. Jetzt gehen wir mal gemeinsam zum Ofen. So, jetzt gehen wir in den Ofen und können damit leicht zuckenden Bewegungen die Pizza vom Schieber lösen. Rein damit und direkt die Hitze im Ofen etwas reduzieren, damit die Pizza erstmal anbackt. Und jetzt Marcel, jetzt kannst du mal zugucken, wie die Pizza aufgeht, okay? Okay. Und jetzt nach welcher Zeit wenden? Nach ca. 30 bis 40 Sekunden, wenn die Pizza erstmal angebacken hat. Jetzt sehen wir, hier hinten bildet sich eine Blase. Da müssen wir ein bisschen entgegenwirken.
hochheben. Genau. Okay. Ja, okay. Und das liegt daran, dass wir den Teig jetzt vermutlich etwas zu dünn ausgebreitet haben. A oder B, zu wenig Belag drauf gemacht haben. Ja. Naja, aber das sieht man gleich. Das ist authentisch. Ja. Das ist sehr gut. Dann hier das Turning Peel ein bisschen erhitzen, damit wir das Turning Peel nicht am Boden klebt. Aber wir können schon sehr gut erkennen, wie wunderschön die Pizza aufgeht. Oder? Ja. Also da habe ich bei meinem Pizzaofen, also nicht beim Holzofen, aber beim Pizzaofen schon das Problem, würde ich die so lange drin lassen, die würde schon brennen. Da ist der Ofen zu heiß. Ja. So, jetzt rotieren wir das Ganze. Nur ein Viertel und dann machst du eigentlich immer, bis du diese Farbe hier hast, genau, richtig. Dann immer wieder ein Viertel, ein Viertel, ein Viertel. Ganz genau. Jetzt rotieren wir gleich noch einmal. Und dann können wir auch schon die Hitze ein bisschen erhöhen. Ne? Okay. Immer nach Gefühl arbeiten. Das ist auch immer wetterabhängig. Heute ist es sehr warm und windstill. Die Hitze ist sehr aggressiv. Und jetzt können wir das letzte noch einmal mit richtig viel Bums fertig backen. Und dann sollten wir eigentlich auch gleich schon fertig sein. Ja. Oder auch im Pizzahandwerk Leoparden gemeint. Leoparden? Okay. Ja. Und hier haben wir schon unsere wunderschöne Pizza. Ich bin dir im Weg, merke ich gerade. Ja, alles gut. Schaut mal hier. Wow, das duftet. Wie in der Pizzeria. Ja. Sehr geil. Was sagst du? Sieht cool aus. Richtig schön. Wow. Und hier? Ja. Dieser leichte Crunch. Geil, oder? Ja, wirklich super. Weil vielfach bei napolitanischer Pizza mag ich nicht. Sie ist natürlich nicht so knusprig. Ja. Aber wenn sie dann zu gummig ist, hört es bei mir auf. Aber die sieht richtig gut aus. Ja. Ja. Braucht schon seine Zeit. Ist schön gebacken. Ja, ein schönes Leoparding, schönes Branding. Aber Marcel, bevor wir diese Pizza anschneiden und essen, darfst du jetzt mal eine Salami-Pizza backen, okay? Okay, wir jetzt machen... Jetzt bin ich gespannt. Ja, ich auch. Ich auch. Jetzt schauen wir einfach mal. Also ne? Hier in die Zwischenräume Simula. Richtig. Und dann hier hast du das liebevoll getrennt. Genau, immer gucken, dass wirklich der Teig... Kannst auch gerne, kleiner Tipp, zack. Und dann ein bisschen unter den Teig. Runterkippen und rüberschieben, damit sich der schon löst. Richtig. Jetzt gehen wir hier rein. Noch seitlich halten, halt noch, noch an der Wandseite. Ah, sonst klebt er da. Ha? Ja, ja, zack, guck mal hier, ich helfe dir sogar. Sehr Teamwork. Gut. Das ist gut, das sind die kleinen, aber wichtigen Punkte. Ja, jetzt kannst du hier nochmal was und dann gehst du einfach hier drunter. Und direkt hier rein. Und direkt hier rein. Und dann einmal wenden. Genau, ganz zärtlich damit. Ganz zärtlich, ich merk's. Ja. Und dann legen wir das hier ins Simulabit. Richtig. Und jetzt, hier, den drücken wir ein bisschen runter. Ausrichten so. Aha, das ist natürlich so, der Start, der muss schon funktionieren. Genau. Und jetzt gehst du hier mit den Fingern rein und drückst das raus. Genau. Ja, du machst das schon richtig. Grundsätzlich immer mit Selbstbewusstsein arbeiten beim Pizzabacken. Mhm. Oftmals ist es so, dass gezögert wird und rucki-zucki macht man einen Fehler. Das ist noch nicht so gleichmäßig, aber... Ja. Und jetzt mal umdrehen. Jetzt mal umdrehen. Bumm. Und den Vorgang wiederholen. Und hier gleich schön, rausgehen. Die Luft reinpressen. So. Und jetzt kann ich ihn noch ein bisschen dünner machen oder wieder zurückdrehen. Ja, genau. Jetzt kannst du praktisch gucken, dass die Cornicione, also diese Rand... Cornicione, okay. Genau. Richtig schön gleichmäßig wird, ne, wenn du einen schönen gleichmäßigen Rand hast. Okay. Ziel ist die schönere Pizza, als du hast. Jetzt hör auf, ich habe natürlich den Vorteil durch den Belag... Kann ich da die Luftblase vielleicht verhindern mit der Salami? Ja, das stimmt. Das ist man immer gleich ehrgeizig. Aber da siehst du, ich mache das schon seit über 4 Jahren Pizza backen, aber sowas passiert halt. Ja. Und grundsätzlich ist es immer so, es läuft nicht immer alles vor der Kamera. Ja, das kenne ich auch. Wenn du dich zu 100% auf eine Sache fokussieren kannst, die Kamera ist aus, dann läuft es oftmals besser, aber... Hier Pizzaofen, du bist da, hier hinten sind 2 Kameraleute, die noch alles machen. Es ist heiß, wir haben andere Einflüsse, es ist immer wieder ein bisschen anders, Mehl ist anders, kann ich absolut nachvollziehen, aber die Leute finden das richtig gut, wenn auch nicht alles gelingt, weil sonst sind die teilweise deprimiert, oder? Ja, ist auch so. Wenn es immer nur gelingt, und das mache ich eigentlich auch immer authentisch bei den Videos, dann ist es halt so, dann habe ich halt nicht den perfekten Ausbund und so weiter, aber so ist es. Genau. Okay, du merkst, ich zögere. Hä? Alles gut. Ich will es ein bisschen rauszögern. Und jetzt? Jetzt legst du den Teig auf den Handrücken und schiebst das Semola gleichzeitig zur Seite, ne, weil hier brauchen wir Arbeitsplatz. Und jetzt einfach halte das mal gegen das Licht, dass du erkennen kannst. Schau mal, hier hast du schon Löchle reingemacht. Ja, ich habe ein Löchle reingemacht. Okay, das ist gar kein Problem, das können wir eventuell fixen.
Also jetzt ist der Schwierigkeitsgrad von 5 auf 10 gestiegen. Was hast du dann gemacht, ja, wo ich nicht geschaut habe? Ja, ja, ich denke, du hast einfach mit zu viel Gewalt gedrückt. Ja, wahrscheinlich. Aber das können wir entweder zupinschen oder wir machen gleich den Basilikum-Trick, okay? Okay. Machen wir die Pizza einfach nicht so groß. So, jetzt. Ja, jetzt eine Kelle von der guten Tomatensauce. Eine Kelle von der guten Tomatensauce. Und ich sag's euch, es ist so heiß heute. Ja, heute ist heiß. Ist echt brutal, gell? Und bis zum Schlauchboot raus. Genau, also nicht zu viel Tomatensauce auf den Rand machen, eher vor eher dem Rand aufhören. Okay. Genau. So, dann können wir fürs Umami noch etwas. Parmigiano. Parmigiano Reggiano. Genau. So. Einfach ein bisschen hier darüber. 5 Gramm waren es, hä? Ja, circa 5 Gramm. Ich mache das immer nach Gefühl. Ja. Genau. So. Gut. Dann noch 2-3 Blatt Basilikum. Ich reiche dir mal rüber hier. 1, 2, 3. Und ich habe mir sagen lassen, Pizza Margherita sind die Landesfarben von Italien, oder? Ja. Genau, ja, das Weiß, so. Rot und eben durchs Basilikum grün. Hä? Ganz genau. So, und dann verteilen. Genau, jetzt kannst du noch ein bisschen Fiordilatte darüber verteilen. Nicht zu viel, weil wir haben ja noch die Salami. Ja. Hier auch wichtig zu beachten, die Pizza nicht zu schwer belegen, denn je schwerer die Pizza, desto schwieriger später auch das Arbeiten mit dem Teig oder mit der Pizza. Ja. Ne? So oder noch ein bisschen? Das oder? Reicht. Das reicht schon. Das reicht eigentlich. Okay. Jetzt kannst du mal, keine Ahnung, 4, 5 Salamischeiben darauf verteilen. Machst du gleich ganz, oder? Ja, und dann kann man die immer noch nachkorrigieren. So, machst du noch eine schöne in die Mitte. Und jetzt hier kommt der Schwierigkeitsgrad Nummer 2. Gut, jetzt muss ich schauen, dass die nicht allzu heiß ist, oder? Weil das ist auch immer so ein Ding. Ja. Da machen wir noch ein bisschen was drauf, genau. So. Und dann. Oh, ja. Und? Jawohl, Maestro! Ja. Ja, mit Schmackes. Ja, genau. Nicht ängstlich sein, das ist immer ganz wichtig. Ja, aber ich merke schon, beim Ziehen, ja, hätte ich ein bisschen mehr. Es ist ein bisschen kleiner als deine. Das ist gar kein Problem. Okay. Schmecken muss es, gell? Aber das Loch macht mir bis jetzt noch keine Sorgen. Ich gucke mal trotzdem rein, wo das war. Eventuell können wir es reparieren. Da siehst du, hier siehst du ein kleines Löchle, siehst du das? Ja, aber denkst du, klebt. Jetzt denkst du, klebt. Nein, pass mal auf. Ich hole kurz Basilikum. Ja. Also ein großes Blatt Basilikum. Das da habe ich bewusst jetzt extra gemacht, dass er den Basilikum-Trick zeigen kann. Genau. Also wenn ein Loch entstehen sollte, dann gerne hier ein Blatt Basilikum nehmen. Ja. Hier einmal slappen und dann einfach hier positionieren unter dem Loch. Ah, unter dem? Ah, oh, okay, ja, cool. Und in den meisten Fällen funktioniert das sehr, sehr, sehr gut. Ne? Sehr gut, super. Also, Marcel, jetzt darfst du die Pizza in den Ofen einschießen. Bereit? Jawohl, Maestro, sehr gut. Sehr gut. Und jetzt etwa 30 Sekunden. Hä? Genau, jetzt kannst du einfach beobachten, wie der Rand in Richtung Flamme sich entwickelt. Genau. Es ist auch wichtig eben, dass sie wirklich mehr rechts ist, weil sonst brennt sie schnell an, oder? Ja, genau. Das ist eigentlich genauso wie im authentischen Kuppelofen. Mhm. Die Pizzaiolos in Italien, die haben auch immer, egal ob die mit Feuer oder mit Holz oder mit Gas heizen, die Hitzequelle ist immer auf einer Seite. Mhm. Ja, es geht schön hoch, das. Ne? Macht Spaß zum Zugucken. Auf jeden Fall, weil es halt auch so schnell geht. Ja, ja. Also, wenn Leute noch nie irgendwie einen Verbindungspunkt zur Pizza hatten, mhm, dann sind die begeistert, wenn man sagt, die Pizza braucht 90 Sekunden. Ja. Wie machst du das, wenn du hier viele Gäste hast? Dann gibt es einfach eine nach der anderen, weil das ist dann schwierig. Oder viele Pizza professionell. Genau, jetzt vorsichtig den Boden lösen. Ganz vorsichtig. Richtig. Und dann von links nach rechts rotieren. Jawohl, sehr schön. Da merkt man schon, der Mann hat Ahnung. Ja, ist auch schon mal was gedreht. Ja, ja. Jetzt können wir. Aber bei dir geht das hier viel besser als meine Pizzen. Ich muss da noch ein bisschen optimieren. Das ist alles. Aber macht Spaß. Ja, ist cool. Macht Spaß, ja. Kannst du noch mal rotieren? So. Oh, dein Basilikumblatt hat sich gelöst und brennt. Ja. Es brennt. Jetzt kannst du noch mal drehen. Ja. Jetzt musst du schnell sein. Noch einmal die Seite und dann sind wir auch schon fertig. Okay, dann kommt die schon raus. Ja. Ja, wahrscheinlich war das Basilikumblatt auch nicht nötig. Guck mal, du kannst es auch gerne, Marcel. Sie hochheben. Ja, ah, okay. Zum Forcieren, ne? Ja, und jetzt? Raus damit. Raus damit. Wow. Oh, da hinten ist sie schon ein bisschen dunkel geworden. Ja, ne? Das kann sein, weil der Flammenüberschlag da war. Aber es ist geil. Das ist Passione. Das sind Röststoffe. Ja, Röststoffe. Guck mal hier. Viel Aroma heute. Ja, aber das
ist nicht so schlimm. Ja. Ne? Das ist halt eine Blase, die etwas stärker aufgegangen ist. Ja. Wenn eine Blase sich sichtbar beim Ausbreiten gebildet haben sollte, dann kann man das halt ja, auch. Cool. Ja, aber sieht die Pizza nicht wunderschön aus? Sieht gut aus. Also so, du weißt ja, man ist immer detailverliebt, man will sich steigern. Also da würde ich ein bisschen mehr ausdünnen. Hier würde ich vielleicht ein bisschen schneller drehen, aber sonst bin ich sehr zufrieden. Sieht geil aus. Ja. Richtig geil. Marcel, aber jetzt überleg dir mal, du hast Gäste zu Hause, die kennen sowas nicht. Ja. Und du bietest denen so eine Pizza an. Die werden dich lieben. Ja, es ist so. Aber mir hast du noch keine angeboten. Wir haben bis jetzt nur gebacken, gegessen haben wir noch nicht. Ja, wenn du willst, kann ich später, wenn die Kamera aus ist, noch deine Lieblingspizza backen. Nee, das sieht schon gut aus hier. Also wollen wir mal die Struktur anschauen? Ja, unbedingt. Okay, dann fangen wir einfach mal hier an, okay? Ich nehme grundsätzlich hier, wird tatsächlich auch in Neapel mit Schere geschnitten. Weil du sonst mit dem Pizzaschneider verdrückst du alles und siehst die Blasen nicht? Oder was ist ganz der Grund? Genau, das ist einfach nur, um die Struktur zu schützen. Des Tages. Also wir wollen ja immer diese schöne Struktur haben. Ähnlich wie bei einem guten Ciabatta möchtest du ja auch einen schönen, luftigen Rand haben. Deswegen benutze ich hier gerne die Schere. Und jetzt gucken wir mal gemeinsam rein. Okay, bist du bereit? Ja. Ja, das ist geil. Ja. Das habe ich so auch noch nicht hinbekommen. Komm mal her hier. Heiligsblechle. Also das ist doch der absolute Wahnsinn, oder? Ja. Also so habe ich es auch noch nicht hinbekommen. Das ist das Ziel für die nächste Pizza. Ja. Jetzt habe ich keine Ausrede mehr. Sonst ist es Mehlschuld, okay? Richtig geil. Jetzt gucken wir mal noch bei dir rein. Ja. Bereit? Das kannst du selber machen. Genau, das schneide ich hier durch. Da relativ schnell und dann schneidest du hier so durch. Ja? Und dann ein bisschen anheben. Genau. Oh. Zack, zack, zack. Und da durchschneiden. Ja, schau doch. Guck mal, hast du auch gut hingekommen. Ja, ist auch gut, ja. Ja, und das ist hier... Alles Luft, ne? Ja. Das ist Aroma. Aber das ist krass, wirklich. Aber jetzt vom Teigrezept muss ich wirklich mir noch eine Scheibe abschneiden. Also auch mit der, auch mit der Stückgare, Stockgare mache ich ein bisschen anders. Kann vielleicht gleich ausschlaggebend sein. Und vor allem die Hydration ist bei dir tiefer und ich glaube, das ist sogar vorteilhafter. Ja, je mehr Wasser, desto duftiger wird es. Genau, je höher, desto schwieriger ist es. Genau, schwieriger und desto schneller bist du in der Übergabe. Wie gesagt, ich habe die immer luftiger gehabt und dann verspiele ich mir, glaube ich, viel. Aber es ist natürlich Meckern auf hohem Niveau. Gäste lieben sie, sieht super, kommt gut an. Aber jetzt hier, das hier sind die Details. Ja. Wollen wir probieren? Wir probieren. Also, ganz wichtig bei der neapolitanischen Pizza, immer falten. Ne? Also gleich ein Viertel und falten und in den Mund rein. Im Idealfall. Ne? Da gibt es sogar Anleitungen im Internet, wie man neapolitanische Pizza da gibt es Anleitungen. Ist noch sehr heiß. Okay. Also mein Lieber, cheers. Cheers. Jetzt probieren wir mal das Ganze. Und was sagst du? Moment. Es hat gespritzt, der Hanna. Ja. Jetzt mal noch den Teig. Rand. Also ist das jetzt Essen nach Anleitung, so wie wir das gemacht haben? Wow. Also wirklich sehr, sehr aromatisch. Wirklich wunderschön gebacken. Super luftig. Jede Komponente schmeckt man wirklich raus, oder? Ja, also sehr geile Pizza. Probieren wir noch den Teig. Den Rand musst du noch probieren, damit du nur den Teig schmeckst. Cool. Ja. Und das Geile ist, schau mal, du kannst das einfach, weil der Teig so zart ist, ne, der zerfällt fast auf der Zunge, kannst du einfach so essen. Also da wird es dir nicht passieren, dass die, die den Rand nicht mögen, dass der am Schluss noch auf dem Teller bleibt. Also da hast du wirklich... Das ist fast das Beste, oder? Ja. Super. Wie ein luftiges Brötchen. Richtig. Ja. Noch mit Belag, noch ein bisschen Tomatensauce, perfekt. Herzlichen Dank. Ja, danke, dass ich für dich mal oder dass wir gemeinsam mal Pizza backen. Ja, ich unbedingt. Hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich freue mich schon, wenn du in die Schweiz kommst, aber das ist nicht in unserer Hand, das ist in eurer Hand. Wirklich auf den Like-Button hauen. Unbedingt einen Kommentar da lassen, bei Sven vorbeischauen. Würde mich sehr freuen. Kommentar da lassen, Daumen hoch, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal, euer Sven. Und Marcel, danke fürs Zuschauen. Tschüssi.